dann auf Englisch. Von Siegburg. Von Hameln. Von Hameln. Ja, ich überlege, wir erzählen mal ein bisschen was über die Songs, die auf der neuen Platte drauf sind. Genau. Acht! Welcher ist eigentlich so dein heimlicher Favorit, wenn ich mal fragen darf? Also irgendwie schwer, einen Favoriten auszumachen, weil viele geile, unterschiedliche Sachen dabei sind. Mhm. Aber einer, der mir so nahe geht, der mich trifft, der ein Thema behandelt, was ich wichtig finde, das ist Kollateral. Kollateral, ja. Burns, Burns, Burns. Psst, Ruhe. Ich darf euch heute ein bisschen was über meinen Lieblingssong erzählen, der auf der neuen Platte erscheinen soll. Der heißt Maskenschlacht. Maschine! Warum Kollateral? Was gefällt dir an dem so besonders? Ja, schon oft live gespielt und der lässt sich einfach gut spielen. Den kannst du tierisch geil rocken zum ersten Mal. Hat irgendwie ein richtig geiles, schweres Tempo. Gitarren sind tief, noch tiefer. Love is a burning thing and it makes a fiery ring. Ja, und zum anderen finde ich das Thema halt ziemlich wichtig. Ich glaube, der ist ziemlich plakativ. Man versteht ziemlich schnell, worum es geht. Es geht um Krieg und die Tatsache, dass es keinen sauberen Krieg geben kann. Ich finde, Krieg ist falsch. Das kannst du. Krieg ist nie der richtige Weg. Natürlich gibt es auch keinen sauberen Krieg. Ich glaube, da geht aber noch ein Stückchen weiter. Nicht nur auf Krieg bezogen, sondern auf alles, was irgendwo Kollateralschäden verursacht. And I fell into a ring of fire. Also die Frage, was ist der Mensch bereit, den Kauf zu nehmen, ne, um seine Ziele zu erreichen? Richtig. Ich denke, das wird eine ziemlich geile Platte. Alle Songs sind echt geil, sonst hätten sie es ja auch nicht aufs Album geschafft. Es ist echt schwer, irgendwie sich da einen rauszupicken. Burns, burns, burns. Maskenschlacht. Der Name ist Programm auf jeden Fall und wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich auf morbiden Humor stehe und davon gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge in dem Song. Es geht nämlich um das zweite Gesicht. Um das Dr. Jekyll und Mr. Hyde Phänomen. Hä? Ah. And it burns, burns, burns. Scheiße. Ich wollte dich fragen, was der Song Schwerelos für dich bedeutet. Schwerelos. Schwerelos ist eine schwere Nummer, auch in Bezug auf den Text. Das kann man leicht falsch verstehen. Ich habe irgendwann mal so einen Ausschnitt gesehen im Fernsehen, da hieß es, jede vierte Frau ist Opfer häuslicher Gewalt, hier in Deutschland, das war aber nicht mein. Und das hat mich irgendwie nicht losgelassen, dieses Thema. Und hab mir dann überlegt, wie es dazu kommen kann. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt, was ihr am Ende sagen werdet. Ist sehr krass. Also ich krieg selber immer noch Gänsehaut, wenn ich den Song höre. Und wir werden wahrscheinlich auf viele Widerstände stoßen, aber auch auf großes Verständnis. Ja. Das ist so eine Sache, wo ich so ein bisschen gespannt bin, was da passiert mit dieser Nummer. Geile Nummer, ich finde das sehr gut. Wie sieht es bei dir so aus? Ja, also abgesehen von den anderen 11, 12, 15 Songs, finde ich persönlich noch Einmal ist keinmal sehr, sehr geil.
Schlägerherz. Was hältst du denn von der Nummer Bestes Stück? Was bedeutet die für dich? Bestes Stück finde ich eine Hammernummer, weil die erstens richtig auf die 12 geht, also sie geht richtig ab. Die macht tierisch Spaß, live zu spielen. Und vor allen Dingen ist die Message, die in dem Text rüberkommt, tatsächlich echt ja, aktueller denn je, kann man wirklich sagen. Ja, richtig, richtig. Ich habe den gehört und dachte mir so, boah, krass, was der René da für einen Text abliefert und die ganze Stimmung des Songs. So richtig schwer, melancholisch, das mag ich sowieso ganz gerne. Ring. Das ist was Besonderes, der fällt so ein bisschen raus. Ja. Hier, welches Ride willst du haben für Maske? Das Rauschige oder das Klare? Das Rauschige. Unser zerstörter, müder, kaputter Tonmeister. Ist ja fertig. Ja, ja, Baby. Die gehen bestimmt durch. Da gehen bestimmt noch ein paar Gitarren. Macht's gut und viel Spaß dann mit den neuen Sachen.